Hallo und herzlich willkommen zur 89. Folge von Forza Horizon 4. Und da ist er schon. Gerade vor kurzem erst gewonnen bei einer Saisonmeisterschaft, den 2017er Maserati Levante S. Und jetzt schon im Let's Play. Weil ich hab Bock drauf. Ich habe auch vorhin schon was gesehen bei den Tuning-Optionen, was mich sehr hat interessiert. Erstmal so zum Wagen, ja, ein SUV, super unnötiges Vehikel, kennen wir ja schon. 3 Liter großer V6 Biturbomotor mit 430 PS und 580 Newtonmeter. Ist schon mal stabil. Das ist aber nicht die Top-Version des Wagens, denn es gibt noch den Maserati Levante Trofeo. Der hat einen 3,8 Liter großen V8 Biturbomotor aus dem Maserati Quattroporte mit, ich glaube, auch 580 PS oder 560 PS. Also fast 600 PS. Hätte ich auch gerne. Wir haben nur den Levante S im Spiel. Aber wir könnten erstmal einen Heckantrieb einbauen statt Allrad, was natürlich ziemlich dämlich wäre. Und wir haben hier zur Auswahl einmal einen 5,2 Liter großen V10 Motor von Lamborghini-Audi. Der ist schon mal ganz nett. Dann einen 4,5 Liter großen V8 Saugmotor aus dem Ferrari 458 Italia. Was mich besonders interessiert, ist ein V8 Twin Turbo Motor. Zwar ein 3,9 Liter großer, 670 PS, glaube ich, aus dem Ferrari 488 GTB. Und das finde ich schon wieder extrem geil. Also können wir unseren V8 Twin Turbo einbauen, nicht den vom Quattroporte. Und das ist sogar ein wenig größer und hat natürlich deutlich mehr Leistung. Also warum nicht? Nehme ich einfach mal den Motor. Kostet auch nur 40.000, ist eigentlich ein Schnäppchen. Wenn schon, denn schon, ne? Das finde ich geil. Dass man hier den Motor aus dem 488 GTB anbauen kann. Das finde ich echt cool. Das passt auch irgendwie. Hier ein V12 von Lambo einzubauen, ist der, glaube ich, nicht so sinnvoll. Oder ein V8 Racing Motor. Aber das passt eigentlich. Da kann ich nicht meckern. Leistung, nein. Leistung braucht er nicht mehr. Wir haben jetzt, glaube ich, ich meine, der 670 PS der Wagen reicht. Oder der Motor. Der Wagen ja selber nicht. So, wir haben auch noch schon eine Maserati Bremsscheiben, die wir sogar austauschen könnten. Nö. Aber die Bremsscheiben, die sehen gar nicht mal so groß aus, finde ich. Schon ein bisschen putziger. Dann. Ist das Frage Rennen oder Offroad? Ich beantworte es einfach mal schnell. Das ist ein Maserati. Rennfeder. Den werde ich aber höher legen, keine Angst. Der wird nicht so tief bleiben, weil das ist wirklich ein bisschen. Ich finde es cool, wenn so ein Auto tief ist, aber das ist doch ein bisschen übertrieben. Vielleicht bleibe ich sogar A-Klasse, mal gucken. Das ist jetzt schon extrem geil, mit so einem Motor. Also ich danke an den Forza-Mitarbeiter, der das ermöglicht hat. Oder die Mitarbeiter. Aber wie man sieht, das geht so nicht. Spurverbreiterung vorne passt sehr gut. Und hinten eigentlich auch. Jep. Kann man definitiv so machen. Serienfelgen. Oh. Also wir haben serienmäßig 21 Zöller. Wir könnten natürlich offroadmäßiger 18, 19, 20, 22 und sogar 23 Zöller drauf klatschen. Jetzt ist erstmal die Frage, welche Felgen ich nehme. Die Serienfelgen, die sehen an sich schon ziemlich geil aus, muss ich sagen. Nur der Wagen, der wird nicht so tief bleiben, da braucht ihr mal keine Angst haben. Ich denke, wir machen 22 Zöller. 21 Zoll ist schon ganz in Ordnung. Ich denke, 22 Zöller sind dann irgendwie doch ein bisschen cooler. Und ich meine, die Reifenbreite, es sind generell ziemlich fette Reifen. Aber bei 670 PS würde ich keine 285er haben. Auch wenn es Allrad ist. Könnten 335er rauf machen. Pah, ja, warum auch nicht? Ich sehe auch Ghibli. Genau. SQ4. Levante meine ich. Es gibt auch den Ghibli SQ4, das stimmt. Der Levante S, wegen der Motorisierung das S und halt Q4 wegen Allradantrieb. Nicht, weil es ein Audi ist. Vorne gehen 305er. Ich denke 295er vorne. Ach komm, scheiß doch drauf. Ja, die Felgen, die sind schon cool, die passen. Ist die Frage, den Wagen besser machen oder nicht? Also wir haben serienmäßig Straßenreifen verbaut und würden dann sogar noch in der A-Klasse bleiben.
Aber eigentlich wären Sportreifen schon so das Mindeste, was man bräuchte. Mit Reifen nicht unbedingt, aber Sportreifen ist eigentlich schon so. Das wäre schon nicht verkehrt. Ich mal die Antriebswelle noch rein. Sie werden im unteren S1-Bereich sein. Leistung wird nicht gemacht. Der hat definitiv genug Leistung. Vielleicht noch einmal eine Gewichtsreduktion, eine Stufe. Ja, die mache ich auch mal rein. Und. Ah, 2040 Kilo ist eigentlich. Oder gehen wir sogar unter 2 Tonnen? Das ist nämlich eine sehr gute Frage. Also der guckt schon böse, ne? Hab ich auch schon in der, glaube ich, vorletzten Folge gesagt, wo ich den da ganz kurz noch gefahren bin. Und vorne, der Blick, der ist schon böse. Ich finde, die Scheinwerfer könnten ein bisschen größer sein. Kühlergrill ist so, ist alles in Ordnung. Also die Scheinwerfer, die hätten noch ein bisschen wuchtiger ausfallen können. Das ist ja auch ein wuchtiges Auto. Ist ja nicht gerade klein, das Ding. Ne, da hätte man schon ein bisschen was Größeres machen können. Oder bleiben wir sogar in der A-Klasse tatsächlich. Lassen die Straßenreifen. Mein gewichtstechnisch ist das in Ordnung. Es ist nicht so schlimm. Müssen wir halt auf die Reifen verzichten. Natürlich machen unsere Sportreifen die Beschleunigung schlechter. Warum auch nicht? Es gehen auch Winterreifen. Winterreifen ist natürlich wie immer für Langweiler. Ah, ich frage, bei der Leistung sind die Reifen schon angebracht, Sportreifen. Es ist ja auch cool, A-Klasse zu bleiben. Deswegen müssen wir einen Kompromiss finden. Und ich sage, wir bleiben A-Klasse. Weil mich die Punkte eigentlich nicht interessieren, ich will mal A-Klasse bleiben. Wer vermutet in einem A-Klasse-SUV bitte 670 PS? Wahrscheinlich wohl kaum jemand. Oh, yes. Nein, das war falsch. Natürlich, wie ich es liebe, 8-Gang-Automatik. So, machen wir mal so 70% hinten. Der Wagen muss definitiv höher gelegt werden. 17, das ist echt zu viel. Ich mache einfach mal jetzt ganz hoch. Alter. Wollen wir so 9 cm hoch machen? Warum auch nicht? So. Geschwindigkeitstechnisch liegen. Oh. Über 330, okay, das ist sehr gut. Aber die 8 Gänge würde ich trotzdem gerne alle einzeln übersetzen. Ich liebe es einfach, wenn Autos 8 Gänge haben. Muss ich einfach so sagen. Ich bin bisher in echt noch leider kein Auto gefahren, was 8 Gänge hat. In den Genuss durfte ich bisher leider nicht kommen. Alter. Was ist das für eine lange Übersetzung, ey? So. Die ersten ja so knapp unter 70. Ja gut. Jetzt aber auch nicht 63. Getriebe kann schon eher kurz. Die ersten Gänge. So. Ich habe irgendwie ein Faible für. Ich verstehe es bis heute nicht warum, aber irgendwie mag ich das. Aktuell nach 5,4 Sekunden auf 60 Meilen. Das stimmt natürlich nicht. Muss ich gleich erstmal aktualisieren. Wir werden auf jeden Fall unter 4 Sekunden sein. 0 auf 100. Das definitiv. So. Gang Nummer 3. Ah, so 150. Obwohl es heutzutage schon lang ist eigentlich. Ein dritter Gang ist 150. Das ist schon eher ein bisschen was Längeres. Und mit langen Dingen kenne ich mich aus. Oh nein. Sorry, da war Kacke, ich weiß. So, Top Speed werden wir definitiv im 7. Gang fahren. Und das war so. Aber doch noch 4 Sekunden von auf 60 Meilen? Und 3,39 Topspeed. Okay.
Bruder muss definitiv groß. Farben. Sicher gibt es dabei Maserati einige zur Auswahl. Oh ja. Okay, weiß. Anderes weiß. Oh, rot. Ich finde es irgendwie kühl, dass die Umrahmung der Fensterscheiben an der Seite, dass die... Ist das Chrom? Kann sein. Das sieht cool aus, finde ich. Okay, braun. Sieht auch echt nicht scheiße aus. Oh, grau. Oh. Sexy blau. Nochmal sexy blau. Die schwarzen und sowas geht alles immer. Wahrscheinlich bleibe ich sogar mal bei weiß. Nehme ich denn so ein weiß oder nehme ich... Können wir mal gucken. Also jetzt ist es normales weiß und dann... Ja, das ist mal was anderes. Da gibt es auf jeden Fall noch einen Unterschied. Ich mache einfach mal krasses Weiß. Also weiß-weiß. Vielleicht in der... Vielleicht halb glänzend. Nein, falsche Richtung, nach rechts. Nee, es sieht irgendwie auch mehr so gräulich aus, ne? Ich finde, das sieht nicht weiß aus. Ich mache Metallflakes. Wenn ich die in weiß mache, boah. So, Fleckfarbe natürlich auch weiß. Nee, es sieht auch irgendwie so eher silber aus und nicht weiß. Muss ich, glaube ich, einfach weiß nehmen. So, Felgen. Die sind natürlich mehrteilig. Okay, die Seite werde ich wohl Alu machen. Also, Damascena? Ich finde so halt bei Luxusautos sieht so Damascena gar nicht mal so scheiße aus. Mach mal Damascena. Farbgruppe 2. War eigentlich schwarz, ne? Was kann ich noch machen? Natürlich auch so Carbon und so. Oh, ganz edel. Mach mal Kohlefasermatt. Innenseite. Warum auch nicht? So. War auch schon nicht so ein hässliches Teil. Aber finde ich auch nicht der schönste hässliche. Hier gibt noch was Schöneres. Aber er ist schon. Sieht in Ordnung aus. Und noch einer so dieser. Ich sag mal, mittelgroßen SUVs. Mach den Vergleich immer gern so. Größtentechnisch vielleicht zu Porsche Macan, Alfa Romeo Stelvio und halt nicht so Porsche Cayenne. Das ist halt nochmal so eine Ecke größer, also ein Audi Q7. Das ist ja nochmal eine ganze Ecke größer. Ist ja vielleicht größtentechnisch Audi Q5 oder so, ich weiß es nicht genau. Ich kenne mich dabei Audi nicht so aus. Also die Riesen-SUVs so Cayenne und eher was ein bisschen kleineres, eher so ein Porsche Macan. Ah, das ist ein gutes Stück hier. Oh. Nicht schlecht, nicht schlecht. Natürlich auch der Motor, ne? War schon was, ne? So. Wie es der Zufall so will, haben wir die Autobahn in der Nähe. Was ein Zufall. Könnte man ja eventuell Stoff geben. Sound gefällt mir. Zum Wagen passt das eigentlich auch. Ich glaube, soweit ich weiß, ist es auch ein Motor aus dem gleichen Konzern. Wenn mit der Schuldigung mein Amateurwissen habe ich meine Ferrari und Maserati sind im gleichen Konzern, ne? Ich meine, die sind nicht im Fiat Chrysler Konzern. Bin ich ganz irre. Ich gucke das mal ganz kurz nach. Das würde ich gerade echt mal wissen. Ich glaube, Maserati ist ebenso wie Ferrari im Fiat Chrysler Konzern. Wo auch die Marken Fiat und Chrysler damit drin sind. Nein, nicht Ford.
Fiat Chrysler. Genau. Fiat Chrysler Automobiles. Mit Sitz in Amsterdam in den Niederlanden. Marken. Ah. Also mit drin ist Fiat, Auto, Bianchi, keine Ahnung, kenne ich noch nicht, Lancia, Alfa Romeo, Innocenti, Maserati, Ferrari, Dino, Chrysler, Dodge, Ram Trucks, Jeep, GEM, OM, Unique, Iveco, Iveco Magrius, Astra, Irisbus, Fiat Agri, Fiat Alice, Forza, New Holland, Chase IH plus CE und Stiger. Also Wagen, die man kennt vielleicht, Iveco, Jeep, Ram Trucks, Dodge, Chrysler, Ferrari, Maserati, Alfa Romeo, Lancia, Fiat. Okay. Also war ich doch gar nicht mal so falsch. Also ein Motor aus dem gleichen Konzern. Dann geben wir mal Gas. Ja, komm, weiter beschleunigen. Sound gefällt mir. Das Tower sieht auch schön aus. Nur 300. Okay, ich mich nicht voll. Wäre auch zu geil gewesen. Motorsport finde ich cool. Kann man noch machen. Ich glaube, der Saugmotor ist ein 458, das wäre schon ganz schön krass. Aber so. Kann man machen. Der Schaltsound. Alter, da war einiges raus hinten. Okay, jetzt nicht mehr. Und der Fernseher geht schon wieder aus. So, schon wieder 4 Stunden am Zocken. Wie schnell die Zeit vergeht. Ist schon 4 Stunden? Oder eigentlich erst 4 Stunden. Nicht schon, erst. So. Boah, der Schaltsound, Alter. Das hört sich mal nach dem richtigen Schaltvorgang an. Ich will es euch nochmal zeigen. Auch ohne linken Außenspiegel. So. Boah, da geht schon einiges ab. Das muss ich schon mal sagen. Ah, der Wagen gefällt mir. Was wir machen können, ist natürlich ein paar Rennen fahren. Wer hätte das anders gedacht? Oder was wir auch mal versuchen könnten. Da ist das Wagen zwar nicht aufgebaut, aber Offroad-Blitzerzonen? Ich meine natürlich, man kann da einen Motor einbauen, der genug Leistung macht. Aber auch der Wagen da gut genug für ist. Um den mal richtig die Blitzerzonen zu jagen, Offroad. Ich denke, da fehlen noch einige auf 3 Sterne. Da Blitzerzone. Genau, Offroad, da fehlt noch ein bisschen was. Das könnte man dann ja mal versuchen. Das machen wir auch einfach. Das machen wir. Dann fahre ich nur kurz zum Bamburgh Castle, was sich hier befindet. Wo der Wagen mal auf Offroad um. Also für Blitzerzone-mäßig. Aber mit dem Motor. Da muss ich echt mal sagen, dass die Motorswaps cool sind. Na gut, der VC nicht unbedingt, aber bei den Ferrari-Motoren, das ist schon, das sind coole Motorswaps.
Vielleicht wäre noch. Boah. Passt hier so ein V12 rein? Wenn vom Platz sicherlich, aber. Was so viel Sinn machen würde, also der V8 Twin-Turbo-Motor, der macht durchaus Sinn. Das denke ich mal auch dem Motor aus dem Quattroporte oder aus dem Levante Trofeo. Relativ. Also schon eine gewisse Ähnlichkeit ist da vorhanden. Halt nur nicht in der Leistung. Da sind natürlich noch gewaltige Unterschiede. Aber wirklich cooler Motorswap. Ja, der gefällt mir. Also brauchen wir ja quasi den Trofeo, so mehr oder weniger nicht im Spiel. Natürlich hätte ich das cooler gefunden, wenn man gleich den Trofeo kriegt. Weil der auch schon ziemlich böse aussieht. Aber naja. Das ist wirklich meckern dann auf hohem Niveau. Aber es ist auch schön, nicht immer die Top-Modelle drin zu haben. Ist auch mal ganz nett. Würde ich auch generell bei anderen Autos feiern. Wenn nicht mehr nur so RS-Modelle hereinkommen oder irgendwie das krasseste. Auch mal normale Autos. Oder normalere Varianten. Das ist ja auch nicht unbedingt die leistungsschwächste, aber so halt sowas Mittleres, was Normales. Wenn ihr versteht, was ich meine. So. Okay, umbauen. Winterreifen. Weiter schlappen haben wir natürlich schon. Wenn größer ist, ich lasse es trotzdem so. Aber er bekommt natürlich auch bessere Bremsen. Und ein Offroad-Fahrwerk. Alter. Ich glaube, die Spur können wir sogar rausmachen, die Verbreiterung. Das macht ja voll oft Sinn, ist die Frage. Erstmal die verbreiterte Spur, das sieht halt. Nee. Das sieht nicht gut aus. Das machen wir mal. Sieht immer noch nicht gut aus, aber. Das tut doch ein bisschen weh, sowas zu sehen. Hinten geht das schon. Da vorne ist immer noch ein bisschen. Da vorne ist so die. Sieht noch ein bisschen komisch aus. Naja. Es geht. Hätte schon mal kommen können. Ein Gewicht, ja, machen wir alles mal raus. Also ist halt schon ein bisschen. Wir machen es noch mal halbwegs realistisch, weil ich meine 1600 Kilo, das ist schon. Für ein SUV mit der Leistung, das ist ein bisschen unrealistisch. Ja, jetzt die Frage der Leistung. Also jetzt nur für die Blitzerzone, jetzt nicht zum Rennfahren. Ja, das finde ich irgendwie cool, ne? Boah, einfach mal so die Turbos größer machen. Also plus 56 kW, warum auch nicht? Das sind, glaube ich, so 80, 90 PS. Einfach mal so mehr. Also eher 80 PS. Also wenn wir der Wagen, die Turbos, wenn ich die Turbos größer mache, kriegt der Wagen eine Mehrleistung, die der ganzen Leistung meines Autos entspricht. Weil er hat 80 PS, mein Corsa. Ja, Turbos müssen größer machen, direkt mal ein Corsa mehr. Der Moment ist jetzt auch nicht so verkehrt. Wurde der serienmäßig gar nicht mal so viel. Für die Leistung ist das echt. Ist nicht ganz so viel. 760. Oder machst du als SUVs vielleicht so als Diesel hier im Spiel? Gibt ja auch einige relativ starke Dieselmotoren. Also mit 300, 400 PS. Das gibt's ja auch. Boah, machen wir jetzt noch mehr rein? Oder. Man ist halt jetzt schon. Ist nicht gerade langsam. Ich mach's erstmal so. Und guck mal, ob es so reicht. Obwohl für 3 Sterne eigentlich nicht. Da muss man schon mal. Ach komm. Wir geizen halt einfach mal nicht. Ich will es nochmal ausprobieren. Warum bleibt sogar S2, ne? S1 meine ich. Ja, 713 kW. Oh, sind 970 PS ungefähr. Über 1000 Newtonmeter. Passt. Auf 1,8, 1,9 Tonnen. Was wiegt denn jetzt nur? 1,9, 1,8. Naja, 1,9 Tonnen. Guck mal, machen. So. Dann gucken wir mal. Boah.
Alter Junge, Scheißvorgang. Die Beschleunigung natürlich auch. Okay, das waren 300. Ja, es ging schnell. Es ging verdammt schnell. Oh Gott, ey, was tue ich hier eigentlich? Blitzerzone, wir fangen mal mit der hier am besten an. 123,4. Ah, kriegen wir besser. Ich fange mal aus der Richtung an. Dass wir dann beide Blitzerzonen auf einmal nehmen können. Ne, ich bin ein schlauer Junge. Yes! Schafft! So, weiterfahren. Oh Gott. So, 156 hat, glaube ich, auch gereicht. Wenn man 150 braucht. Yes! Zack, das nächste. Geilo. Blitzerzone hält auch neue Stufe, Rang 19. Ein bisschen Kohle. Ich glaube, wir brauchten hier 155, ne? Ach, oh, easy geschafft. Und hier auch. Sehr geil. Also, das ist unser neues Blitzerzone-Auto für Offroad. Okay, hier oben haben wir schon viel auf 3 Sterne. Sehr gut. Also ich muss sagen, der Schaltvorgang, der hört sich ziemlich Ferrari-mäßig an. Wirklich. Aber von noch etwas älteren Ferraris. Von den ganz neuen... Hört ihr den Schaltvorgang kaum? Das ist ja sehr reibungslos. Ich glaube, bei so... Welchem war das denn? Beim ersten California vielleicht? Kann sein, beim California. Das ist in meiner Erinnerung, dass sich der Schaltvorgang ähnlich anhört. In 400 Metern rechts abbiegen. Boah, geil. So. Kein Auto ran. Der Wagen ist teuer. Rechts abbiegen. Also ist er bestimmt teuer. Das ist Maserati. Ach, die Zone. So, 175,36. Hat sogar gereicht. Beim ersten Versuch, ey, ja. No challenge for me. Ah, der Wagen scheint echt gut zu sein. Hier locker geschafft. Okay. Es werden aber noch einige. Na, die meisten habe ich schon mal bisher auf 2 Sterne. Das ist schon mal gut. Wenigstens. Ja. Ich habe immer wenigstens 2 Sterne gehabt. Bei nächster Gelegenheit wenden. Rechts abbiegen.
Ah, noch ein Stück Autobahn. Hm, wie schade. Dass ich jetzt auch noch eine Autobahn fahren muss. Alles safe. Rechts abbiegen. In 100 Metern rechts abbiegen. Komm rum. 200 Metern links abbiegen. Der Kurbellager ist nicht ganz so gut. Links abbiegen. Alter. 300. Hey, wie schnell der auf 300 geht. Ist abnormal. So, ein bisschen abkürzen. Sind wir schon in der Nähe. In der Zone. Stopp, 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 stopp. Mach ich anhalte ganz einfach, weil ich jetzt fies bin und wir die Blitzerzone erst in der nächsten Folge fahren werden. Ah, ich bin gemein, ne? Vielen Dank fürs Zuschauen. Dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder, wenn wir die Blitzerzone in Angriff nehmen werden. Ist das assi von mir, ne? Ich weiß. Aber so ist das nun mal. Also bis zum nächsten Mal und tschüss!